krasses Auto. Ehrlich, krasses Auto. Ey, krass. Geiles Ding. Willkommen bei Kfz-Fuzis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch den N-Performance i30. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ihr wolltet den N-Performance sehen. i30, hier ist der. Also, unter der Haube stecken auf jeden Fall 4 Zylinder, aufgeladener Turbomotor, 2 Liter. 275 PS und fast 380 Newton. Warum N-Performance? Ganz einfach erklärt, nimmt einen Koreaner, nimmt einen deutschen Ingenieur, der Albert Biermann, der bei BMW M GmbH gearbeitet hat, kriegt einen Anruf und sagt, ey Kollege, wie wär's, willst du nicht bei uns arbeiten? Dann sagt er, warum nicht, wenn das stimmt. Dann sagt er, okay, du kannst dich austoben, wie du willst, wechselt zu den Koreaner und entwickelt dieses geile Auto. Ne? Darum auch N-Performance, weil der wurde ein Jahr lang auf der Nordschleife getestet, das Auto. Der wird gebaut in Tschechien und in der Nordschleife wurde der getestet. Also quasi immer verbessert, gefahren und das ein Jahr lang. Ne? Und darum kam dieses geile N-Performance zustande. Ich muss dazu sagen, ehrlich, vom Aussehen krasses Ding, vom Fahren ist er noch geiler. Also ist unbeschreiblich. Aber top, Albert Biermann, hast du gut gemacht. Noch krass finde bei dem Wagen ist, dass der 109 Dezibel eingetragen ist. Klappensteuerung, das ist krass. So, Klappe ist zu. Danach gab es mit 91 Dezibel, der eingetragen wurde. Und danach, ab 2019, ist es wieder ein bisschen höher und hat 96 Dezibel. Das heißt, die Autos, die mit 108 oder 109 noch eingetragene Klappenausstreuung haben, wird natürlich automatisch teurer. Ne? Und das Auto ist ungefähr, ich würde jetzt sagen, der hat jetzt knappe 20.000 gelaufen, kostet seine 26.000 bis 30.000 noch und nagelneu kostet der, glaube ich, mit einer vollen Ausstattung knapp 37.000, 35.000, so um den Dreh, kann mehr oder weniger sein und ich finde, der Preis ist eigentlich auch gut, finde ich. Also Innenausstattung kann sich echt sehen lassen, also ich habe ja sehr oft gehört, das ist ein Kriterium, also das weiß ich nicht, dass die Leute halt gesagt haben, dass die Innenausstattung nicht schön ist, aber ich muss dazu sagen, ich finde die Innenausstattung eigentlich mal nicht so schlecht. Allein die ganz große Anzeige hier, genau in der Mitte, die SD-Karte wurde super eingebaut, ne? Navigation ist Bombe und dass man halt Sachen sehen kann, wie was für eine Leistung man hat, wie viel Drehmoment man hat, Turbo, ne? wie viel Ladedruck man hat, das wird ja bei anderen Autos einfach alles eingebaut. Extra und hier hast du schon alles drin und das finde ich schon nicht schlecht. So, hier hat man einen Knopf. Ich drücke das mal drauf. Also der Auspuff hört sich jetzt so an. Jetzt drücken wir mal diesen Knopf und dann hört sich der Auspuff so an. Was ist das? Also ich muss echt sagen, krasses Ding, ehrlich. Macht so Spaß, den zu fahren, das ist krass. Wie geil.
geil, wie Bock das macht, Rafin, ne? Ja. Guck mal, dieser Zwischengas. Das ist ja das Geile bei dem, ne? Ihr schaltet den hoch und dann geht der Leerlauf und wird den anderen Gang reinmachen, dann gibt er den Zwischengas. Und das ist krass. Das hört sich so brutal an. Dieser straffe Fahrwerk, das ist krass. Ehrlich, für diesen Preis, also ganz ehrlich, GTI, tut mir leid, GTI kann einpacken. Also ich habe den GTI selber gefahren, den 7er. Also ich finde den persönlich tausendmal besser als den GTI, ganz ehrlich. Wenn ich die Kohle dafür hätte und die Auswahl hätte zwischen dem GTI und den i30 Performance, ich würde mich auf jeden Fall für den entscheiden. Was würdest du sagen, Rafet? Allein diese Innenausstattung, ne? Also ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Ich finde die Innenausstattung richtig geil gelungen. Was meinst du? Ja. Hammer, ne? Hammer. Und dieser Fahrverhalten, dieser Spaßfaktor, das ist krass. Das macht unheimlich Fun. Und der zweite Gang und der dritte Gang sind so göttlich. Hört einfach nur hin. So, ich glaube, der Motor ist jetzt warm. Wir können jetzt Ölwechsel machen, sprich Inspektion. Also ich muss sagen, 20.000 und das Auto sieht immer noch neuwertig aus. Und was er nur braucht, sind zwei neue Reifen. Warum wohl? Sonst Hammer. Aber Geheimnis vom Auspuff. Hier, David, komm mal. Guckt euch mal das an. Vom Turbolader, der Cut, der ist auch nicht gerade groß. Dann hier durch ist ein 2,5 Zoll. Dann hat er hier einmal den Mittelschalldämpfer, wie süß. Und dann geht er hier durch zum Endschalldämpfer. Und danach hier ist die Klappensteuerung. Das heißt, die Klappensteuerung macht die Seite hier frei. Ich schätze mal, der wird dann hier direkt durchgehen. So kann ich mir das nur vorstellen. Geil gemacht auf jeden Fall. Nicht schlecht. So, mein Fazit zu i30M Performance ist, also Albert Biermann hat echt einen geilen Job gemacht, das Ding ist der Hammer. Also mir persönlich gefällt der Wagen, kann man sich echt antun, der Preis ist Hammer. Ein paar Jahre warten, dann wird er ein bisschen billiger und dann kann man den kaufen. Aber es ist ein Motor mit sehr, sehr viel Potenzial, auf jeden Fall. Da geht noch sehr viel nach oben. Deswegen, Dankeschön nochmal fürs Zuschauen, euer Kfz-Fuzzi, bis zum nächsten Video. Ciao.